das hier. Eigentlich hatte ich was mit Schwertern und Pflugscharen und ihr kennt es ja eigentlich aus dem nicht so ganz wichtigen Buch mitgebracht. Stellt sich raus, das trifft die Sache nicht so wirklich. Der war gut, gell? Ja, der war gut, weil ich habe Julia vorhin kennengelernt und Julia ist eine ziemlich beeindruckende Frau. Ich war auch direkt eingeschüchtert. Julia hat einen Doktor in Physik studiert, gerade Medizin ist im 9. Semester, wenn ich richtig bin. Mhm. Und wird uns ein bisschen was über nukleare Abrüstung bzw. Megatons to Megawatts erzählen, wie man militärische Güter in Energie umwandeln kann. Dazu mit einem herzlichen Applaus, Julia. Dankeschön. Hallo. Wer kennt das? Hände hoch. Hände hoch. Ich weiß, der Kalte Krieg ist schon eine Weile aus und in den 90er Jahren, wenn man solche Sachen gezeigt hat auf Kongressen, dann sind immer alle Hände hochgegangen. Das ist ein Screenshot aus einem Film, der wie heißt? Genau, sehr gut. War Games. Dieser Film ist aus dem Jahr 1983 und 83 war wirklich halt diese Hochzeit des Kalten Krieges, ja, und Global Thermonuclear War war wirklich eine Bedrohungs- oder Bedrohungsszenario, das die Leute damals wirklich live und in Farbe mitgekriegt haben, weil man ständig Angst im Endeffekt davor hatte, dass es zu einem neuen Atomkrieg kommt. Und zu Ende der 80er Jahre war dieses globale Inventar von Atomsprengköpfen auf der Welt so ungefähr geschätzt bei 40.000 in Russland, und nochmal ungefähr 25.000 Warheads in den USA. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass so 60.000 Atomsprengköpfe, die in irgendwelchen Kellern liegen oder Silos lagern und darauf warten, dass man sie abschießt oder halt hoffentlich auch nicht. Und in dem Film Wargames geht es eigentlich darum, dass es halt irgendwie, es geht um Spieltheorie und um einen Mathematiker, der versucht, quasi nicht nur so Schach oder so Sachen oder halt irgendwie Go, ist leider nicht auf der Liste drauf, Go wäre das Erste, was mir dazu einfallen würde, zu spielen, sondern es ging wirklich um Szenarien durchzuspielen für den globalen thermonuklearen Krieg, ja. Und dann gab es irgendwie so ganz plötzlich diese ganze Problematik des Kalten Krieges anscheinend nicht mehr. Ja? 1989, ihr wisst alle, was da passiert ist. Plötzlich gab es das alte Russland, die alte UdSSR nicht mehr in der Form, in der sie vorher existiert hat. Und dann war das Problem wirklich, dass man 40.000 Atomsprengköpfe in einem Land liegen hat, das gerade nicht mehr so wirklich so toll regiert wird, ja, also das erstens mal wirklich bankrott war zu dem Zeitpunkt und auch nicht wirklich, sagen wir mal, gute Strukturen hatte, gute Strukturen in Regierung, solche Sachen oder halt Schutz von diesen ganzen Sprengköpfen, die man halt einfach schon nehmen kann und proliferieren kann, wie wir so schön sagen. Und im Jahr 91 gab es einen Artikel in der New York Times, wo ein Journalist vorgeschlagen hat, was wäre eigentlich, wenn man diesem bankrotten Staat Sowjetunion jetzt einfach die ganzen Atomsprengköpfe abkauft und das ganze hoch angereicherte Uran zum Beispiel, das da drin ist, einfach downblendet, wie sagt man auf Deutsch, runtergradiert quasi, dass man halt etwas hat, was man in Atomkraftwerken benutzen kann. Ja? Ich werde nachher noch ein bisschen mehr darüber sprechen, wie das eigentlich funktioniert. Dieses Programm hieß Megatons to Megawatts, das gab es wirklich und das lief zwischen 1993 und 2013. 20 Jahre lang hat die ehemalige Sowjetunion den Vereinigten Staaten hoch angereichertes Uran, also Highly Enriched Uranium, ich erkläre die Abkürzung in ein paar Folien später nochmal, zu Low Enriched Uranium quasi umgewandelt. Das heißt, Heu aus ehemaligen Russland mit irgendwie depleted, also abgereichertem Uran aus den USA, die das halt selber halbwegs in großer Menge hatten, weil wenn man anreichert, dann bleibt abgereichertes Zeug übrig, das man dann quasi downblenden kann. Und 500 Tonnen von diesem Heu, ungefähr 20.000 Warheads, wurden konvertiert in Brennstoff für Kernkraftwerke. Ja? Und mit 15.000 Tonnen
kommt man schon mal ein bisschen weit. In diesen 20 Jahren sind 10% von dem gesamten Strombedarf der USA gedeckt worden, nur aus diesem Megatons-to-Megawatts-Programm. Ja. Das heißt, es ist schon auch eine Energiemenge, die was ausmacht. Also nicht nur, ja, da kann man vielleicht ein Kraftwerk ein bisschen damit betreiben oder so, sondern das macht schon einen Unterschied. Und ich hatte gesagt, 40.000 Sprengköpfe in den UdSSR, oder in der UdSSR, Entschuldigung, und ungefähr 25.000 in den USA. Und jetzt, also letztes Jahr, das ist ein Daten aus dem Jahr 2018, sieht es ungefähr so aus. Ja? Also es sind immer noch so 6.500 Warheads in Russland und irgendwie so ein bisschen, also die USA haben ungefähr gleich viel, ein bisschen weniger. Und dann gibt es ja noch so ein paar kleine Mitspieler. Indien wird größer, China wird größer, was das angeht. Ja, die rüsten da massiv auf, also massiv im Vergleich zum Kalten Krieg nicht massiv, aber doch merklich. Und Pakistan auch. Pakistan ist nochmal wirklich eine ganz eigene Geschichte. Ich bin dann überzeugt, dass Österreich einige von diesen ganzen Pakistanis ausgebildet hat, ohne es zu wollen. Oder eigentlich waren es halt auf gut Österreich halt nicht so wichtig. Aber das ist auch ein anderes Thema. Da geht es um Proliferation, auch von Technologie oder Wissen, nicht nur jetzt von dem Uran selber oder dem Plutonium selber. Proliferation ist sehr viel mehr. Ja? Ist auch Wissenstransfer. Und im Endeffekt gibt es ja nicht nur Plutonium und Uran, das in Warheads, also ich sage immer Warheads, ich weiß kein gutes Deutsch, also Atomsprengköpfe klingt so bombastisch. Also wenn ich Warhead zeige, dann hoffe ich, dass es okay ist für euch. Es gibt halt auch hoch angereichertes Uran, also Heu, das jetzt gerade nicht verbaut ist, sondern das in irgendwelchen Lagern rumsitzt. Ja? Und das gleiche gilt für Plutonium. Und dieses zivile Plutonium, kann man sich vorstellen, dass, also ich erkläre das nachher, wie das funktioniert genau, aber das entsteht so als Nebenbeiprodukt beim Betrieb von gewissen Kraftwerkstypen. Ja? Das heißt, es gibt auch ziviles Inventar von Plutonium zum Beispiel, also speziell Plutonium 239 in dem Fall. Und je nachdem, welche Quellen man da halt anschaut, kommt man so auf ja, 1500, 1200, je nachdem, Tonnen Heu, die noch halt rumliegen und zwischen 200 und 500 Tonnen Plutonium. Also in dem Fall ist es Plutonium 239 hauptsächlich. Ja, also das ist das, was man in Waffen verbauen kann und wofür es eigentlich auch da ist. Weil sonst eigentlich ist es nichts wirklich nützlich, dazu kommen wir später auch noch. Ich glaube, das Prinzip von Kernwaffen ist relativ einfach. Ja? Man nimmt irgendwie irgendwas, was man spalten kann, irgendwas zum Starten und irgendwas, was das Ding transportieren kann. Ja? Es gibt halt verschiedene Designs, je nachdem, ob man mit Plutonium arbeitet oder ob man mit Uran arbeitet oder ob man mit Boostings arbeitet. Boostings sind, also Pure Fission, also nur Spaltungswaffen, gibt es eigentlich kaum mehr heutzutage. Diese typischen Little Boy Sachen, also Nagasaki und Hiroshima waren so reine Spaltungsbomben. Also das geht darum, dass man eine bestimmte Menge von spaltbarem Material braucht in einer bestimmten Geometrie, damit das Ding überkritisch, wie wir sagen, wird. Also dass das Ding sehr viel mehr Neutronen produziert pro Zeiteinheit, als es selber verbraucht. Und das heißt, dann geht das Ding hoch. In einem Kernkraftwerk passiert das Gleiche, nur halt mit einer Kritikalität des 1. Das heißt, in Summe werden genauso viele neue Neutronen gemacht, wie welche verbraucht werden von den Spaltungsprozessen selber oder um die quasi zu initiieren. Und Boosted Fission arbeitet dann mit quasi ein bisschen Addendums für die Spaltung selber. Und das ist hauptsächlich Deuterium und Tritium. Das heißt, die sorgen dann dafür, dass so nicht wirklich eine komplette Fusion abläuft, initiiert durch den Spaltungsprozess, sondern dass es quasi so leicht anfängt, aber nicht explodiert, sondern halt nur so, also ein blöder Vergleich, das ist halt ein bisschen klimt, aber es produziert Neutronen. Und wenn man mehr Neutronen hat, dann geht das Ganze mit der Kritikalität einfach schneller und deswegen nennt man das Boosted Fissions. Und die Klassiker sind, glaube ich, heutzutage die thermonukleare Waffen, also das, was normalerweise als Wasserstoffbombe oder so bezeichnet wird, ja. Und all diese Bomben haben ein sogenanntes Physics Package, also das Packer quasi, wo die spaltbaren Sachen drin sind. Also das, was für uns jetzt in dem Fall interessant ist. Links sieht man so ein altes Foto, also aktuelle Fotos zu kriegen, ist natürlich nicht so ganz einfach. Und für mich, die nicht in dem Bereich arbeitet, sondern halt mit zivilen Technologien zu tun hatte, habe ich auch nicht mehr als Mitarbeiter, relativ schwierig. Wenn man auf dem linken Foto guckt,
dann nehmt ihr die Mitte von dem linken Foto und geht ein bisschen nach links, das ist Metallteil, das ist zylindrische, das ist das Physics Package. Da ist das Zeug drinnen, wo ihr ein Schema auf der rechten Seite dann quasi seht. Ja. Auf der linken Seite seht ihr dann quasi diese klassischen Funktionsteile, von denen ich gerade gesprochen habe. Und auf der rechten Seite ist dieses Design von thermonuklearen Waffen im Endeffekt, wo halt kombiniert Kernspaltung genug Temperatur erzeugt, um einen Fusionsprozess in Gang zu setzen. Das heißt, man hat Spaltung also, und Kernfusion in einem quasi. Also erst das eine und dann das andere. Und deswegen haben die eine höhere Sprengkraft. Ja. Massiv. Ich glaube, ich muss nicht erklären, wie so Kernspaltung funktioniert. Also prinzipiell hat man so ein Teilchen, so einen schweren Kern, irgendwas mit einer Ordnungszahl von 90 oder größer. Ja. Und auf das schießt man zum Beispiel ein Neutron drauf. Und das Neutron kann jetzt verschiedene Sachen machen. Es kann irgendwie treffen, das Ding, und dann kann es entweder spalten und Energie generieren und Spaltprodukte und noch andere Neutronen und so weiter. Es kann aber auch eingefangen werden. Das heißt, da gibt es einen Kern, auf den trifft ein Neutron und der Kern nimmt das Neutron auf und wird was anderes. Die Ordnungszahl ändert sich dann zwar nicht, ja, aber es gibt dann quasi eine andere Massenzahl und andere Eigenschaften. Im Endeffekt kann es dann dazu kommen, dass das neue, also das Produkt quasi von dieser Reaktion dann halt andere Zerfallsprozesse angeht und dann quasi in andere Elemente sich auch verwandelt, durch Beta-Minus-Zerfälle zum Beispiel hauptsächlich, oder Beta-Plus geht auch, aber prinzipiell durch Beta-Zerfall. Oder es kann halt nicht treffen, dann fällt es halt aus dem System raus quasi und es generiert Energie. Und diese Neutronen, die halt quasi zusätzlich zu dem Spaltprozess generiert werden, das sind dann die, die halt die nächste Spaltung initiieren können. Ja, und so geht das immer weiter und weiter und weiter. Und wie gesagt, in einem Kernkraftwerk ist diese Rate von Neutronen, die verbraucht werden, um Spaltungen zu initiieren, und Neutronen, die produziert werden, gleich 1. Und das nennen wir Kritikalität. Ja. Und wenn die Kritikalität über 1 ist, dann nennen wir das superkritisch, dann ist das eine Atombombe. Und alles kleiner 1 ist etwas, was selbstlimitierend ist. Also die Reaktion, die hört einfach auf, die geht immer weiter. Und jedes Kernkraftwerk operiert wirklich bei 1,000 und dann hinter was mit Komma quasi in dem Bereich. Ja. In dem Bereich müssen wir das Ding wirklich einstellen, dass es stabil läuft. Genau, ich habe erklärt vorhin, dass ich diese Sachen erklären werde. Also Natururan ist, also generell ist ja Uran ist ja eine Mischung aus verschiedenen Isotopen, wenn es natürlich vorkommt. Wir haben Uran-235, 238 hauptsächlich und hat dann so Sachen wie 234, glaube ich, gibt es auch noch in so Tracer-Mengen oder sowas. Und alles andere ist eigentlich, entsteht durch Zerfall quasi oder halt durch quasi Aktivierung im Reaktor zum Beispiel. Ja. Natururan besteht aus 0,711 oder sowas Prozent Uran-235 und 99, noch was Prozent Uran-238 und dann noch ein bisschen, ich glaube, 234, 233, da kann man mich korrigieren, diese Tracer-Sachen, bin ich mir nicht ganz sicher, was es genau ist, aber andere Isotopen von Uran. Ja. Und Low-Enriched Uranium, also niedrig angereichertes Uran, ist alles, was einen Anteil hat von kleiner als 20% an Uran-235. Und der Rest ist in dem Fall Uran-238. Und Highly Enriched Uranium hat einen Massenanteil von Uran-235 von größer 90%. Und dann haben wir noch Depleted Uranium, also abgereichertes Uran. Ja. Das hat also alles, was quasi weniger als 0,7% 235 Uran hat, ist Depleted Uranium. Der Lärm ist echt anstrengend. Entschuldigung, der bringt mir ein bisschen raus, der Lärm von daneben. Okay. Und im Endeffekt über abgereichertes Uran könnte man echt so ganze eigene Vorträge, eigene Bücher schreiben. Und da gibt es auch sehr viel so, wie sagt man, so rundherum Trara. Ne? Also jeder kennt Uranmunition und diese ganze Diskussion darum, wie furchtbar das und alles ist etc. Das Problem ist, dass wir wirklich massive Inventare haben von diesem Depleted Uranium, weil es halt in diesem Anreicherungsprozess halt einfach ständig anfällt. Ja? Also das haben wir wirklich, also auf gut Wienerisch zum Saufüttern, wir haben wirklich zu viel davon. Und naja, man kann es halt ganz gut einsetzen aus so panzerbrechende Munition oder so Sachen, aber sonst hat es eigentlich nicht wirklich irgendwelchen Nutzen. Also das ist auch was man auf Halde legt irgendwie und halt dort liegen lässt. Und so ähnliche Sachen gibt es dann quasi mit Plutonium auch noch. Und dieses Weapons-Grade Plutonium ist quasi eine Mischung aus Plutonium 239 und 240.
Und das C40er hat so quasi einen Massenanteil von kleiner 6,5%, weil sonst ist es nicht ordentlich spaltbar. Das 240er, das möchte ich nicht so gern spalten wie das 39er, so kann man es irgendwie bunt formulieren, oder das ist eine gute Metapher, glaube ich. Und deswegen braucht man halt wirklich einen ordentlichen großen Anteil von diesem 239er im Endeffekt. Und MOX, das ist ein Brennstoff, MOX ist die Abkürzung für Mixed Oxide Fuel oder so. Da kann man im Endeffekt nehmen, was man eigentlich möchte. Meistens ist es so 7% Plutonium 239 und der größere Teil ist Natururan. Und das wird hauptsächlich verwendet für Reaktoren, die in irgendeiner Form brüten, also die irgendwie Sachen produzieren und nicht nur Energie generieren wollen. Es gibt einen ganzen Haufen Kernreaktoren und Reaktortypen. Im Endeffekt haben sie immer das Gleiche. Ich glaube, wer hat diese Serie Tschernobyl gesehen? Könnt ihr mal machen. Wie heißt der? Valery Legasov oder sowas. Der erklärt wirklich ziemlich gut, was so ein Reaktor eigentlich ist. Der hat irgendwas, einen Brennstoff, ja, den braucht es. Dann braucht es einen Neutronen-Airbag, wie ich immer sage, der Moderator, der bremst die Neutronen ein bisschen runter, damit sie halt einen höheren Wirkungsquerschnitt haben. Zu dem Thema Wirkungsquerschnitt sage ich nachher noch genau, was das ist. Und sie brauchen einen Kühler, ja? Also irgendwas, was die Wärme aufnimmt und zur Turbine bringt, damit die Turbine sich drehen kann im Endeffekt. Und diese drei Varianten, die gibt es in jedem Kernkraftwerk. Ja? Manchmal sind zwei in eins, also Moderator plus Kühlmittel ist zum Beispiel manchmal einfach nur eins, in so Schwerwasserreaktoren zum Beispiel kann man das so machen. Aber im Endeffekt, die gängigsten Typen sind der typische, also der Druckwasserreaktor, der Siedewasserreaktor, die ersten beiden, also Pressure Water Reactor und Boiling Water Reactor. Und die laufen mit niedrig angereichertem Uran und mit diesem Mischoxid, also mit diesem MOX-Fuel. Den CANDU, das ist eine kanadische, also Canada Deuterium Uranium, glaube ich, heißt die Abkürzung, ist eine kanadische Entwicklung, die mit Natururan fährt. Das heißt, man kann das Uran, so wie es halt quasi aus der Erde kommt, also nicht ganz, aber so ungefähr, man muss nichts abreichern, nichts anreichern, betrieben werden. Oder halt mit einem Mischoxid im Endeffekt. Und das Gleiche ist mein absoluter super Freund, Lieblingsreaktor, der RBMK-Reaktor, ja. Das ist auch so ein Kalter, also CANDU und RBMK sind so typische Kalter Krieg-Reaktoren im Endeffekt, weil die sehr viel mit Brüten zu tun hatten, weil die im Endeffekt gebaut worden sind, unter anderem hauptsächlich deswegen, weil man damit so gut brüten kann, ja. Also in RBMK zum Beispiel kann man während dem Betrieb die Brennelemente austauschen. Also man muss das Ding nicht runterfahren, dann den Kern, die Beladung ändern und dann quasi das Ding wieder hochfahren, sondern man hat einen Funktionsausfall und es ist auch ein ziemlicher Eck, das zu machen. Sondern da gibt es einen Kran und der holt das Ding raus und, also vereinfacht gesagt, also ein Gantry so quasi, aber es gibt ein System dafür, die automatisch zu tauschen. Das heißt, man kann im Betrieb einfach, also man nimmt ein bisschen Natururan oder niedrig angereichertes Uran, lässt es ein bisschen im Reaktor und je nachdem, wie man den Reaktor fährt, ob man den jetzt quasi auf niedriger Energie eher fährt, also niedriger Leistung, besser gesagt, und damit mehr brütet, als man im Endeffekt Spaltungen hat, was den Wirkungsquerschnitt angeht im Endeffekt, oder man fährt sie halt, wenn man irgendwie Strom braucht, während Spitzenzeit dann einfach hoch die Leistung, ne, ungefähr. Man kann beides machen. Man kann Spaltungen machen und damit Energie produzieren oder man kann brüten. Brüten heißt, dass man zum Beispiel aus Natururan Plutonium macht, dass man halt dann irgendwie einen Kernwaffen einbauen kann oder so Sachen. Ja. Und dann gibt es diese neuartige Rennen zum Teil und wirklich eigentlich, das sind die interessanten Typen dann, diese Flüssig-Salz-Reaktoren, Molten-Salt-Reactors, die arbeiten auch mit Mischoxiden, das sind auch so kombinierte Spaltbrüter im Endeffekt. Aber das Design ist ganz interessant, weil die im Endeffekt mit anderen Brennstoffzyklen arbeiten. Die arbeiten mit dem Thoriumzyklus zum Teil, den erkläre ich dann später nochmal. Und von dem gibt es dann halt dann noch diese Liquid Molten Fast Breeder Reactor, also schnelle Brüter. Ich glaube, wir hatten einen KK West oder sowas, das glaube ich hier, keine Ahnung, das kann sein. Ich weiß nicht, ob der in Betrieb gegangen ist, ich glaube nicht, gell? Ja. Ja, und dann gibt es noch dieses Advanced Heavy Water Reactor, das ist so eine indische Entwicklung, die im Endeffekt, ja, diese ganze Flüssigsalz- und Schwerwassersachen, also das sind thermische Brüter im Endeffekt, sind auch Brüter, ja. Das ist das, was ich vorher Fuel Cycle genannt habe, also Brennstoffzyklus für Uran im Endeffekt, also Natururan, haben wir gesagt, hat ganz, ganz viel Uran-238 drinnen und in dem man quasi das Ding in den Reaktor reingibt, dann wird das mit Neutronen quasi beschossen, ungefähr, so kann man es sich vorstellen. Und mit einem gewissen Wirkungsquerschnitt, was das ist ja gleich später dann,
in dem Fall von dem Uran-238 mit einem Wirkungsverhältnis von 2,7 Barn, wird das umgewandelt zu Uran-239. Ja? Also die Massenzahl ändert sich, das nimmt ein Neutron auf, das Element ändert sich nicht, es bleibt Uran, die Anzahl Neutronen ändert sich und damit ändert sich die Massenzahl von dem Ding von 238 zu 239. Und dann gibt es von dem aus quasi zwei Beta-Zerfälle, in dem Fall zwei Beta-Minus-Zerfälle. Beim Beta-Minus-Zerfall ändert sich die Kernladung, also nicht, Entschuldigung, die Zahl der Protonen im Kern, also die Ordnungszahl ändert sich. Und das ist aus dem Buch, das ich vorher referenziert habe, bei der anderen Grafik, bei der Spaltungsgrafik. Ja. Und da ist ein Druckfehler drin, das ist NO, das heißt eigentlich NP, das ist Neptunium. Ja. Das heißt, wir brüten uns aus Uran-238, Natururan, irgendwie mit einem Neutron, das kommt Uran-239, dann macht es zwei Beta-Minus-Zerfälle und dann kommt es auf Plutonium-239. Und damit können wir schöne Waffen bauen. Ne? Also das ist das, was man Brüten nennt. Man erbrütet sich etwas in einem Reaktor, was man haben will und generiert ein bisschen Energie dabei auch noch. Und das Gleiche gibt es auch für Thorium. Im Endeffekt ist da das, was wir Fertile Isotop nennen, also irgendwas, ein Stoff, den man bebrüten kann quasi, ist dieses Thorium seit 32. Ja. Und das, was im Endeffekt hier dann zum Spalten kommt wirklich, ist nicht das Thorium selber, sondern in dem Fall ist es Uran-233, das, was dann quasi gespalten wird und Energie produzieren kann. Oder Energie produzieren können die anderen auch, aber das, was halt effizient gespalten werden kann, so kann man sich das vorstellen. Und diese beiden Zyklen sind relativ wichtig, weil ich dann nachher noch erklären werde, was das Problem dann mit Plutonium ist, wenn man das überlegt, dann, wie man die recyceln kann, diese Sachen. Ich habe vorher schon gesagt, dass wir relativ große Inventarien haben, was diese abgereicherten Uranmengen angeht, die wir so verfügbar haben. Also theoretisch kann man ja hergehen und sagen, okay, wir nehmen das gesamte Inventar an hoch angereicherten Uran, das wir so haben in den Waffen, und machen Downblending, also mischen das mit diesem abgereicherten Uran und dann haben wir irgendwie etwas, was halt dann quasi in den Reaktor rein kann, also sowas wie LOI zum Beispiel, also Low Enriched Uranium. Ja? Und mit dem kann man ja einen Reaktor betreiben und Energie produzieren. Also hat man eigentlich so zwei Fliegen mit einer Klappe genommen, hat das Uran nicht mehr rumliegen, sinnlos, oder wie es die USA machen, die verkaufen das an Russland für teuer Geld. Ja? Was die damit machen, weiß ich auch nicht. Also Munition produzieren ist eine Sache, was man damit machen kann. Man kann auch ganz Gutes verwenden zum Abschirmen quasi. Also wenn man jetzt große Lager von radioaktivem irgendwas hat, dann kann man abgereichertes Uran sehr gut nehmen, weil es einfach so eine hohe Ordnungszahl hat und dementsprechend einfach ein guter Schild ist, also eine gute Abschirmung quasi. Ja. Das heißt, wir haben vorher gesagt, wir hatten so 1500 Tonnen von unserem hoch angereicherten Uran in diesen Warheads rumstehen. Ja. Und daraus könnte man theoretisch dann so 40.000 Tonnen Low-Enriched Uranium machen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, je nachdem, so wie viel Prozent man das machen möchte. Und Low, habe ich gesagt, ist kleiner 20%. Uran-235, aber Reaktoren laufen so bei 2-4% auch ganz gut. Ja? Also da kann man schon noch mehr downblenden. Und so ein Druckwasserreaktor hat ungefähr, also Energie in dem Brennstoff, der da drin steckt, ja? Sind so 40 Gigawatt Tage pro Tonne. Ja? Also pro Tonne von diesem Brennstoff produziert das Kraftwerk pro Tag so und so viel Gigawatt Stunden oder Gigawatt Tage, okay? Und wenn man das halt irgendwie überlegt, dann kommen da ungefähr 4000 Jahre für ein durchschnittliches Kraftwerk, das so bei einem Gigawatt ungefähr an Leistung läuft. Und das ist schon viel, also das sind nur diese Dinger, von denen wir vorher gesprochen haben, ne? Nur diese 1340 oder 1300, was es sind. Tonnen, die da quasi in diesen nuklearen Warheads drin haben, sind, die da offiziell gelistet sind und offiziell da existieren. Also ich bin mir sicher, es gibt mehr, aber das sind halt die Zahlen, die man so bekommt. Ja. Und das Uran ist nicht wirklich unser Problem. Ja. Das Problem, das wir haben, ist im Endeffekt das Plutonium, weil wir haben uns ja vorher angeschaut, irgendwie, wie viel da ungefähr also ziviles und militärisches Plutonium quasi rumliegt. Und das ist jetzt eine andere Quelle, die halt andere Zahlen gibt. Und ich, wie gesagt, vorher, ich kann nicht genau sagen, wie viel jetzt wirklich genau rumliegt, sondern das sind halt irgendwie Schätzungen in beiden Richtungen. Ja. Aber wir sind irgendwo zwischen 200 und 500 Tonnen, würde ich mal sagen. Ja. Das ist so ganz gut, ganz gutes Estimate. Und was machen wir mit dem Plutonium jetzt? Ja? Also
Das Uran können wir downblenden, also da können wir das depleted Uranium, das abgereicherte Uran nehmen, das wir rumliegen haben. Und dann bauen wir es halt wieder einen Reaktor ein. Ne? So. Aber dann bauen wir uns eigentlich neues Plutonium, wenn wir es sich genau überlegen. Wir haben ja vorgesehen, na, was da passiert quasi, wenn man halt auf das Uran-238 den Neutron drauf schmeißt, dann wird es Uran-239 und macht zwei Beta-Zerfälle und ist wieder Plutonium-239. Das heißt, wir generieren Neues statt irgendwie, also das ist eine Nullrechnung im Endeffekt. Wir tun zwar die einen quasi Warheads damit verbrauchen, so quasi, aber wir bauen jetzt eine neue, also halt nicht Uran, sondern halt dann Plutonium im Endeffekt, das man verwenden kann. Und es ist halt nicht Sinn der Sache, im Endeffekt das zu machen. Ne? Also, was machen wir jetzt? Was wir brauchen im Endeffekt ist irgendwie ein Brennstoffzyklus, der dieses Uran einfach nicht drin hat, also obwohl es nicht vorkommt quasi. Ja. Ich habe vorher erklärt, dass ich erklären werde, was diese Neutronenquerschnitte, also diese Wirkungsquerschnitte sind. Im Endeffekt hat so ein Reaktor ja nicht nur eine, also die Neutronen in dem Reaktor haben nicht überall die gleiche Energie. Ja. Also die sind, kommt nachher noch ein bisschen eine Übersicht irgendwie, aber es gibt quasi so eine Wahrscheinlichkeit, dass ein Neutron, das mit einer Energie X daherkommt, quasi einen Spaltungsprozess oder einen Einfangprozess initiiert. Und der ist wirklich stark energieabhängig. Ja? Und man sieht, diese blaue Kurve ist Uran-238, diese schönen Auf-Ups, das sind Oszillationen, die Kernanregungszustände sind im Endeffekt. Und da möchte man natürlich nicht hin, weil man weiß ja nicht quasi, wenn das Neutron nur ein bisschen Energieänderungen hat, dann ändert sich die Reaktorleistung massiv, weil der hat ganz andere Raten von Spaltungen quasi dann existieren. Das heißt, man möchte irgendwo in dem Bereich sein, den wir thermische, also den thermischen Bereich nennen, also sprich Energien von so 10 hoch minus 3 Megaelektronen, also Elektronenvolt, Entschuldigung, also 0,025 Elektronenvolt ungefähr. Da unten steht Megaelektronenvolt. Elektronenvolt ist eine Energieeinheit für Physiker, die halt so mit kleinen Energiemengen arbeiten. Es ist wesentlich bequemer, als irgendwie mit Joule zu arbeiten, weil ein Elektronenvolt sind so 10 hoch minus 19 Joule ungefähr. Und das ist halt einfach ein bisschen wenig, um ständig diese ganzen 10er-Potenzen damit zu schleppen, das mögen wir nicht gerne. Ne? Deswegen bauen wir uns dann als I-Systeme, wo wir halt die 10er-Potenzen weg haben oder so und nehmen dann Faktoren mit, damit es einfacher geht. Aber das ist halt Mega-Elektron-Volt, ist die Energieeinheit hier auf der X-Achse und auf der Y-Achse haben wir etwas, das ich diese sogenannten Barns, also ein Barn, ja, ist ungefähr 10 hoch minus, also nicht ungefähr, 10 hoch minus 24 Quadratzentimeter oder 10 hoch minus 28 Quadratmeter. Ja. Das ist eine Fläche, die im Endeffekt so etwas Ähnliches ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass diese Reaktion stattfindet bei der Energie von den Neutronen. Okay? Und Barn heißt seit Los Alamos-Zeiten. Ja, das ist, as big as a barn ist diese Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Reaktion gewesen und deswegen haben sie es irgendwie Barn genannt. Außerdem war das so schön Security by Obscurity, weil was man Bahn nennt, das hat irgendwie nicht viel Kontext mit Atomen. Ja. Deswegen kann man das nehmen. Aber was wir hier sehen, ist im Endeffekt, wir haben auch sehr viele Unterschiede, und zwar Größenordnungen, Unterschiede in unseren Wirkungsquerschnitten für das Uran-238 versus die Sachen, die uns dann wirklich interessieren. Ja. Und zum Beispiel das Plutonium in unserem Fall zum Beispiel. Und ich glaube, ich habe keinen Laserpointer, aber die obere Kurve ist, man sieht, also das ist nicht parallel in irgendeiner Form. Ja? Also das eine, es geht runter schön langsam und dann gibt es eine so eine Oszillation, so eine kleine in dem Plutonium zum Beispiel, in dem Wirkungsquerschnitt drinnen. Und wenn man sich vorstellt, dass wir dieses Mischoxid ja hatten, ne? Also wir könnten Brennstoff bauen aus ein bisschen Plutonium 239 und der Rest ist halt dann Uran 238 zum Beispiel. Ja? Dann kann man sehen, dass man halt, wenn man das mischt, dann muss man verschiedene Zonen im Reaktor haben, entweder wo die Neutronen unterschiedlich sind, was gut funktioniert, wenn man Zonen hat, wo man die wirklich trennen kann, aber Mischoxid, sagt der Name schon, dass es halt nicht irgendwas ist, was man halt, da hat man ein bisschen Plutonium und da ein bisschen Uran, sondern das ist halt ein gemischtes Oxid, das halt irgendwie in einem Brennstoff beide Sachen hat. Ja? Also wie macht man das? Das ist der Grund, warum das schwierig ist. Und wir haben ja vorher gesagt, na, das ist dieser
dieser Brutprozess, den wir haben, und das baut uns dieses Uran 239 wieder auf, und das wollten wir eigentlich abbauen oder weniger draus machen quasi. Und also so geht's nicht. Ja. Und als Alternative gibt es diesen Thoriumzyklus, der deswegen auch relativ interessant ist, weil diese ganzen thermalen Flüssiggasreaktoren damit arbeiten, oder zumindest gab es relativ viel Forschung bis in die 60er Jahre. Und dann wurden die ganzen schnellen Brüter, also das Prinzip ist ähnlich, das eine arbeitet einfach mit thermischen Neutronen, also mit langsameren, weniger energiereichen Neutronen als diese schnellen Brüter. Ja. Die haben andere Wirkungsquerschnitte für die Sachen, die wir uns erbrüten wollen oder erbrüten wollten im Kalten Krieg. Also damals war eher so das Ziel, lass uns möglichst schnell möglichst viel hoch angereichertes Uran bauen und lass uns möglichst schnell und möglichst viel Plutonium 239 generieren, damit wir halt unsere Waffen so quasi befüllen können. Und deswegen war diese Variante die größte Zeit überhaupt nicht interessant für egal wen. Ja. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass im Endeffekt, was diesen Thoriumzyklus angeht, ja, kriegen wir das Plutonium 239 zwar auch nicht weg, aber im Endeffekt haben wir dann einen Zyklus, wo das nicht neu generiert wird. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Ja. Das heißt, wir müssen uns überlegen, könnte man vielleicht irgendwie in diesen Thoriumzyklus einsteigen und daraus einen Brennstoff bauen, der das da nimmt und das Thorium nimmt und damit arbeitet und aber auch dieses Plutonium 239 nimmt in irgendeiner Form und mitverwertet, ja, oder mitverarbeitet. Und dazu braucht man einfach einen Reaktor, der sowas kann. Und sowas gibt es nicht wirklich, ja. Also theoretisch müsste man sich eigentlich überlegen, dass man für das, was wir machen wollen, müssen wir uns eigentlich einen eigenen Reaktortyp bauen. Wir müssen einen Reaktor bauen, der uns im Endeffekt das Plutonium wegbaut. Und das ist schwierig, weil diese Wirkungsquerschnitte für dieses Plutonium 239, wenn man das spalten will, die sind in einem komischen Bereich, den man wirklich nicht benutzen will eigentlich. Ja, also das ist einfach schwierig zu erhalten, solche Sachen in einem normalen Kernreaktor. Also diese schnellen Brüter arbeiten zum Beispiel bei diesen Sachen in diesen Größenordnungen, wie man auf dem, Entschuldigung. Also die rote Kurve, okay, das ist die für die schnellen Brüter und das ist das, wo das Plutonium irgendwie schön, wo es schon kuschelig hat und quasi spalten möchte. Aber da, wo die normalen Druckwasserreaktoren arbeiten, also diese Pressure Water Reactors, ja, also in dem thermischen Bereich, da macht das eigentlich quasi gar nichts, ja, also. Da bleibt das Plutonium 239 einfach das, was es vorher auch war und liegt halt da rum. Und die Lösung ist im Endeffekt da eh schon eingezeichnet, aber das ist eine Abkürzung, die muss ich nur aufklären. Das ist das TSMR, ja. Also ich bin mit einem ehemaligen Kollegen da gesessen gestern und wir haben dann uns überlegt, naja, was könnte man eigentlich machen, wenn man jetzt rumspinnt, ja, und man wieder so ein schönes Gedankenexperiment macht, indem man einfach sich ohne jetzt wirklich ins technische Detail gehen zu müssen, theoretisch überlegt, was bräuchte man theoretisch, dass man sowas bauen kann. Ja? Und theoretisch bräuchte man einen Reaktor, wo man verschiedene Neutronentemperaturen hat. Na, und so eine schnelle Zone, und also eine Zone mit den höheren Energien von den Neutronen und halt eine andere Zone, wo es halt langsamer ist. Und es ist so, dass in keinem Kernreaktor so ist, dass es immer gleich ist. Ja? Das kann man schon ganz gut steuern. Und die Überraschung ist, dass es auch gemacht wird, ja. Also quasi diese, Entschuldigung, nochmal zurück, diese TMSR-Reaktoren, das sind Neuentwicklungen oder neue Gedankengüter, wie man solche Reaktoren bauen kann. Und wenn man sich überlegt, wie man sowas bauen könnte, theoretisch, dann muss man sich überlegen, wie alle Kernbeladungsplanungen ablaufen, in der Theorie zumindest und an Unis. Man nimmt einfach MCMP dazu in der nächsten Folie dann aus. Aber diese Reaktoren, wo ganz viele verschiedene Brennstoffmaterialien quasi verarbeitet werden, die gibt es schon sehr wohl. Ne? Also der Trigger-Reaktor zum Beispiel, also mein spezieller Freund in Wien, wunderschönes Ding, hat das gleiche Problem. Das ist in den 60er Jahren gebaut worden, wo Heu noch wirklich kein Problem war, wo Proliferation kein Thema war, wo man einfach hoch angereichertes Uran reinschmeißt in den Reaktor, und heutzutage wird das halt einfach nicht mehr gemacht, ja, weil man hat einfach Angst, wenn man die Brennstäbe irgendwo im Keller liegen hat, dass er kommt und die holt, also quasi. Ne? Also das möchte man einfach nicht haben, sondern man möchte kein waffenfähiges Uran herumliegen haben in seinem Kernreaktor, der für Forschungszwecke ausgelegt ist. Das ist ein Sicherheitsproblem, das ist einfach, das ist nicht lustig. Ja? Also in Wien kann man das einfach nicht machen, weil, ja, weil es halt Wien ist. Ja.
Aber, Entschuldigung. Auf jeden Fall gibt es halt diese Problematik, haben wir in Wien auch gehabt, dass wir halt überlegt haben, okay, wie können wir den Traktor trotzdem fahren, obwohl wir das ganze Heu halt nicht mehr haben oder halt hier nur mehr diese paar gekennzeichneten, hoch angereicherten Brennstäbe überhaupt existieren quasi. Ja. Und was man dann macht im Endeffekt ist, dann macht man Simulationen mit MCMP, das ist ein Monte Carlo Code aus Los Alamos, der weit verbreitet für alle solche Neutronensachen verwendet wird. Ja. Also man baut sich den Reaktor nach und dann überlegt man genau, welche Zusammensetzungen, in welchen Brennstäben, wo Reflektoren sind, wo biologische Schilde ist, etc. Das muss man überlegen und wirklich nachbauen. Ja. Und das ist ein altes Ding von mir. Das ist der Triggerreaktor in MCMP, wo wir überlegt haben, ob man quasi einen von diesen Brennstäben austauschen können durch irgendwie was, was niedrig angereichert ist. Ja. Und genauso muss man das auch machen mit diesen Thorium- und Plutonium-gemischten Kernen. Und die Lösung ist im Endeffekt, dass man in der Mitte einen Bereich macht, in dem man wirklich Neutronen hat mit einem sehr, sehr hohen, mit höheren Energien. Und im Endeffekt zum Rand hin halt quasi dann eine Brutzone macht mit dem Thorium. Also Plutonium innen, Thorium außen. Und dann theoretisch verbrennen wir unser Plutonium-239 und bauen da Energie draus, ja. Aber das Problem ist halt, was macht das für eine Reaktion? Das spaltet und, also nicht nur, dann meinst du, das wäre diese Kavelka-Kurve, also das kriegt dann Bruchteile halt von irgendwelchen Elementen, die jetzt statistisch verteilt sind. Das ist so die Kurve, die sieht aus wie ein Kamelhöcker, deswegen heißt sie Kamelhöcker-Kurve, mit den Bruchstücken der Ordnungsteile auf der X-Achse. Aber in Ensee gibt es halt genauso immer wieder diese Einfangreaktionen. Und was wir uns wirklich einkaufen mit dem ist halt, wir produzieren halt Plutonium-240 aus Plutonium-239. Also die X-Achse da oben, das sind Jahre, ja. Dieser theoretische Reaktor muss so und so viele Jahre, also Jahrzehnte in dem Fall, laufen, damit wir uns dieses Plutonium halt irgendwie wegbringen, wegspalten im Endeffekt. Also ein Teil wird gespalten, produziert Energie und ein anderer Teil, der, das kommt aus dem Wirkungsquerschnitt an, von den Neutronen, die wir dann haben im Endeffekt in dem Reaktor, produzieren wir uns halt ein anderes Plutonium. Und dann haben wir das gleiche Problem von vorne, ja. Also im Endeffekt nicht wirklich, weil es ist halt nicht so gut spaltbar wie das 239er und dementsprechend ist es nicht geeignet, um Waffen zu bauen. Aber es ist ja trotzdem radioaktiv, ja. Das ist genauso ein Alpha-Strahler und hat eine Halbwertszeit von 6000 irgendwas Jahren oder so. Ja. Also theoretisch kann man auch das waffenfähige Plutonium wegbauen, ja, und Energie produzieren als Nebenprodukt, aber man kauft sich halt irgendwie andere Probleme ein, ja. Und ich weiß nicht, ob Plutonium-240 so viel besser ist, also proliferationstechnisch auf jeden Fall, ja. Das ist ein großer Vorteil davon, aber bringt es was irgendwie, was die Abfallwirtschaft, sage ich mal, angeht, ja, weil wir produzieren schon wieder neuen Abfall. Das haben wir letztes Mal im Camp auch schon besprochen bei diesem schönen Vortrag über diese tote Pro-Terawattstunde, welche Energieform man nimmt im Endeffekt. Es wird immer Abfall geben und dieser Abfall ist nirgends eingerechnet. In keinen Stromgestehungskosten oder ähnliche Sachen wird das eingerechnet, was im Endeffekt der Abfall dann kostet oder was man damit machen soll oder so. Und die Frage ist halt, ist Plutonium-240 so viel besser als 239, wenn es um Abfall geht? Also nicht, wenn es um Proliferation geht, da ist es unbestritten. Ne, so, aber wenn es echt darum geht, was machen wir damit? Was machen wir mit dem ganzen Abfall? Ja, das ist so eine schöne, traurige Überlegung einfach. Und wenn man sich das so anschaut, wir haben jetzt so schön dieses Megatons zum Megawatt-Programm gehabt, aber es ist nicht so, dass die Inventarlisten jetzt da so quasi so super klein geworden sind. Ne? Und genau wenn man sich so, wie ich vorher schon gesagt habe, China anschaut oder auch Indien, dann sieht man da, dass die im Endeffekt aufrüsten und nicht abrüsten. Und die Frage ist halt, in welche Richtung das geht. Ja? Also da haben wir das gleiche Problem dann so, weiß nicht, 50 Jahre verschoben im Endeffekt. Und ich habe die Theorie, dass ganz viele Kernkraftwerke einfach nur deswegen nur laufen, damit man halt irgendwie quasi neues Plutonium und neues waffenfähiges Uran produzieren können, weil das funktioniert halt nur in Brutreaktoren, ja. Und man kann das Zeug zwar auch kaufen, aber es gibt da schon ganz viele Länder, die es einfach nicht, ja, nicht gern hergeben, weil es jetzt schon so ein Machtding ist auch, ja, irgendwie. Und ich glaube, ich spiele lieber Schach oder Go als irgendwie diesen globalen thermonuklearen Krieg.
Und ich glaube nicht, dass wir eine Lösung haben für dieses Abfallproblem. Und ich glaube, dieses ganze Abfallding sollte man in einem ganz anderen Kontext vielleicht nochmal diskutieren. Aber das ist echt etwas, was halt hier wirklich zu weit führt. Das kann ich nicht machen in einer Stunde. Das ist so komplex, das Thema. Dieses hier auch, das war jetzt wirklich nur so ein oberflächlicher, angekratzter Abschnitt von Abriss, Entschuldigung, von dem, wie man das im Endeffekt macht. Aber so ungefähr könnte es funktionieren. Ja. Vielen Dank. Das war's auch dann. Okay. Vielen Dank, Julia. Wenn ihr Fragen habt, oh, das Internet winkt schon. wenn ihr Fragen habt, ich meine Mikrofone 1 bis 8 zu sehen, stellt euch da gemütlich in einer Schlange an und fragt eure Fragen. Derweil, währenddem ihr euch da vorbereitet, glaube ich, hatten wir vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Du hattest es auch gerade eben angesprochen. Es gibt noch, sagen wir mal, einen Folgetalk, wollen wir es vielleicht mal nennen, über eben das Abfallproblem. Also ich glaube, man könnte über zwei große Sachen nochmal sprechen. Das eine ist das ganze Abfallzeug und das andere ist Proliferation generell. Ja, also da kann man, glaube ich, auch nochmal Stunden füllen. Irgendwie, das ist so ein Ding, das man ewig diskutieren kann. Aber ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht nicht nur im nuklearen Kontext. Ja, ich werde mal irgendwie, ich konnte mir die Kritik gefallen lassen, dass ich als Reaktorphysikerin natürlich total biased bin, was Atomenergie angeht, dass ich natürlich die super finde und sowas. Also seid jetzt mal realistisch, ja, es ist nicht die beste Energieform, wenn es um Sachen geht wie Abfall. Ja. Aber wenn es um Sachen wie CO2-Neutralität geht, schaut die Sache anders aus. Die Frage ist, das habe ich am Camp auch schon gestellt, die Frage ist, worauf man optimieren will. Ja. Möglichst billig sein, möglichst wenig CO2 oder möglichst wenig Abfall oder möglichst wenig negative Emotionen oder so. Das ist immer so. Ja. Auch darüber haben wir uns vorhin unterhalten. Spannendes Thema. Man kann über Kernenergie denken, was man will, aber ich glaube, wir sind zumindest bei der atomaren Abrüstung definitiv alle einer Meinung. Fangen wir an. Mikrofon Nummer 1. Ja, danke für den Vortrag. Meine Frage wäre, das angereicherte Uran war ja irgendwann mal nicht angereichert. Mhm. Könnte man es nicht auch irgendwie verteilen, sodass es deswegen nicht mehr angereichert ist und kein Problem mehr darstellt? Was meinst du mit verteilen? Naja, halt sehr wenige Mengen, sehr dünn verteilen und dass es dann im Prinzip umwelttechnisch unbedenklich wäre. Ja, du meinst sowas wie, also Natururan wäre es dann halt wieder, ne? Genau. Ja, also das gibt es ja, es liegt in der Erde, ne? Also im Endeffekt, also abgereichert und angereichert, die Leute glauben immer, da ist mehr Uran drinnen, aber das ist ja Blödsinn, dass nur mehr, ein einziges Isotop ist da halt in anderem Verhältnis drin, ja, also es ist mehr Uran 235 in dem hochangereicherten als in dem niedrig angereicherten oder an dem depleted. Und im Endeffekt macht man ja genau das, wenn man das macht, was ich vorher gesagt habe mit Downblending. Man nimmt das hohe und das depleted und mischt es wieder zusammen. Und im Endeffekt, also es werden ja außer jetzt im Reaktor selber nicht wirklich Nuklide oder Entschuldigung, Isotope vernichtet oder erzeugt. Also im Reaktor schon, aber nicht nur wenn man anreichert. Anreichern ist etwas, was mit Zentrifugen, also das ist ein Massentrennungsverfahren. Ja, also wirklich mit Zentrifuge und, na, also ein bisschen komplizierter als das, das sind so Stages und so, aber es ist eine Massentrennung im Endeffekt. Und die kann man halt einfach wieder mischen, die Dinge. Also einfach nicht, aber man kann sie mischen, ja. Und dann macht man im Endeffekt, dass man halt quasi das Uran, das man aus der Erde geholt hat, also nicht das Oxid selber, sondern halt, das Aufbereitete im Endeffekt wieder herstellt. Und theoretisch könnte man es dann wieder eingraben und dann wäre es in der Erde drin und wieder genauso als wie vorher, bevor wir überhaupt geschürft haben. Was natürlich auch nicht stimmt, ja. Aber so ungefähr kann man es sich vorstellen, ja. Wenn das die Frage beantwortet. Ja, die Frage wäre, warum wird denn das nicht gemacht? Ja, es wird ja gemacht, indem wir halt sagen, wir machen diese Megatons-zu-Megawatt-Programme zum Beispiel. Also es gibt schon, es gibt auch ein Folgeprogramm zu dem, aber es ist jetzt schon so, dass halt nicht einfach jeder Staat auch will, dass sein Uran nicht mehr da ist, ja, oder dass zumal so sein waffenfähiges Uran weg ist. Also es ist nicht so, dass alle Staaten jetzt sagen, wir wollen jetzt alles, was wir im Inventar haben, abbrechen, oder wieder downblenden und wieder eingraben oder so, ja. Wenn es so wäre, dann könnte man das machen. Im Endeffekt, ja. Es wäre möglich. Danke. Das Internet. Danke. Ich habe einen ganzen Fragenkomplex rund um die entstehende Wärme. Wohin mit der ganzen Wärme? Und wirkt sich das auf die Erderwärmung aus? Gibt es da Überlegungen zu?
Und wie verhält sich die Kernspaltung zur Kernfusion mit Blick... Eine Frage nach der anderen. Alles gleiche Thema, Erderwärmung. Erderwärmung, also ich habe mir noch nie überlegt, also ich habe mir schon überlegt, wie man Abwärme wegmachen kann, aber ich habe mir noch nie überlegt, inwieweit diese Erwärmung, die man dadurch generiert, quasi die Erderwärmung beeinträchtigt. Das ist eine super interessante Frage und ich glaube, ich werde mich nachher hinsetzen, also nicht nachher, nachher werde ich, glaube ich, einen Cocktail trinken, aber ich werde mich morgen hinsetzen und werde mal versuchen, da ein bisschen Überschlagsrechnungen zu machen. Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin, intellektuell, aber ich werde mal, glaube ich, den Christian Vogel holen und wer da Bock hat, sich daran zu beteiligen, ja, be my guest. Aber die Frage ist wirklich interessant, ja. Ich weiß es nicht, aber fragt mich morgen nochmal, was die Erderwärmung angeht. Und das war die zweite Frage, irgendwas mit der Fusion, Fission etc. Wie verhält sich Kernspaltung zur Kernfusion mit Blick auf die entstehende Wärme? Wir haben ja noch keine Fusionskraftwerke. Also ITER und so, es gibt so Prototypen, ja, theoretisch, aber worüber ich bei Fusion vorher gesprochen habe, das geht rein für Wasserstoffbomben. Ja. Und im Endeffekt, Fusion und Fission sind ähnliche Prozesse, die halt einfach in andere Richtungen ablaufen. Es gibt diesen Massendefekt, diese Kurve mit dem Massendefekt, quasi abhängig von der Ordnungszahl von den Elementen. Ja. Und die Energiedifferenz quasi zwischen dem Kern als Ganzes, ja, also die Summe von allem quasi und die Summe der Teile, das ist ja das, was man quasi Bindungsenergie zum Beispiel nennt. Ja. Und das ist das, was im Endeffekt frei wird, wenn man das Ding spaltet. Oder die Energie, die frei wird, wenn man fusioniert. Und das kommt dann darauf an, eben, ob man Leichtelemente nimmt, mit denen geht Fusion, oder halt Sachen mit einem Protonzahl über 90, also theoretisch, ne? Also wo es anfängt, dass Spaltung interessant wird. Aber es ist das gleiche Prinzip, es wird Energie frei, die aus Bindungsenergie kommt, im Endeffekt. Massendefekt. War das die Frage? Ja, danke. Okay. Danke. Mikrofon Nummer 3 steht schon eine ganze Weile da. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt genau in dein Themenfeld passt, aber was denkst du, was gesellschaftlich passieren muss, dass solche Programme wie Megatons zu Megawatts weitergeführt werden und auch in anderen Ländern umgesetzt werden? Weltfrieden? Na, ernsthaft, also wir haben halt nicht unbedingt so eine friedliche Gesellschaft, oder? Also Krieg ist irgendwie was Allgegenwärtiges und ohne Krieg braucht man auch keine Atombomben mehr oder keine Wasserstoffbomben. Und bevor das nicht der Fall ist, glaube ich, wird es da einfach keinerlei Möglichkeiten geben, außer jetzt so entweder aus finanziellen Interessen, weil dieses ganze Megatons zu Megawatt-Projekt war ja einfach nur, also nicht nur, das stimmt nicht, aber da ging es nur nebenbei um diese ganze Abrüstung. Ja? Das muss man sich schon überlegen, genau, dass das nicht der Haupteffekt war eigentlich, oder worum es ging, war eigentlich im Endeffekt, wir kaufen jetzt billig Uran ein. Und nebenbei wird unser ehemaliger Feind auch noch seine ganzen Bomben los. Das ist auch gut für uns, aber ja, es ging um Geld. Ja. Okay. Ich glaube, Mikrofon Nummer 2 war das nächste. Eine Frage. Es wird gerade so ein bisschen immer wieder verkauft, dass so der Thoriumzyklus so der Weisheit letzter Schluss ist, wenn man eine, sag ich mal, CO2-neutrale und halbwegs sichere und abfallarme Nukleartechnologie möchte. Ja. Würdest du das so unterschreiben? Es kommt auf die Firma an, die diesen Reaktor baut. Das ist meine ganz ehrliche Antwort, ja. Und es kommt auf das Land an, das diesen Reaktor aufstellt, weil die großen Einfluss darauf haben, wie gebaut wird, unter welchen Umständen gebaut wird, wie sicher gebaut wird, ob gepfuscht wird. Also Pfusch heißt nicht, jemand macht einen Fehler, sondern systematische Fehler, ja, gewollte Fehler. Aber wenn ich kurz noch nachhaken darf, war nicht einer der Punkte von den Flüssigsalzreaktoren, dass man das Salz immer durch den Reaktor pumpen muss und wenn der Strom ausfällt, härtet das einfach aus und der Drops ist sozusagen gelutscht? Ja. Ich glaube, man müsste sich einfach noch mehr technologisch überlegen, wie man diese Reaktoren jetzt so baut. Wenn man sich überlegt, dass man halt bei den normalen, also normale Druckwasserreaktoren oder so Sachen, hat man auch 50 Jahre gebraucht, bis man sich wirklich mal überlegt hat, final, wie man inhärent sicher bauen kann. Und inhärent sicher heißt, dass die Physik den Reaktor abschaltet, wenn es zu heiß wird. Ne? Und nicht der Mensch, der halt den Schalter drückt, sondern das Ding wird heiß, der Wirkungsquerschnitt geht runter, weil der Dampflassenkoeffizient ist negativ, so wie er sein soll in einem guten Reaktor. Ne? Also, aber das wusste man vor 50 Jahren auch nicht. Und ich glaube, dass die Technologie jetzt einfach noch so jung ist, dass man gar nicht wirklich sagen kann,
wie das sich entwickeln kann. Ja, also, und ich muss auch sagen, dass Thoriumreaktoren nicht meine Spezialität sind. Ja, also ich kann da sagen, wie sie ungefähr funktionieren prinzipiell und auch wie das aufgebaut sein muss, aber ich glaube, die Technologie ist noch nicht so weit, dass man jetzt die Details klären kann. Aber ja, also ich denke mal, wenn man schon Reaktoren bauen muss, dann sollte man entweder neueste Generation Druckwasserreaktoren bauen in Ländern, die auf Sicherheit bedacht sind, so wie Finnland oder Schweden oder sowas. Ne, so. Aber halt vielleicht nicht in, weiß nicht, ja, ich, nee, das wird es. Ich möchte das nicht weiter darüber sprechen. Dankeschön. Ich glaube, das sehr anonyme und im Dunkeln stattfindende Mikrofon Nummer 8 hat eine Frage. Ja, hallo. Hallo. Ich bin ja tatsächlich etwas schockiert, hier einen Talk zu hören, der tatsächlich jetzt, so wie ich das verstanden habe, vorschlägt, die zivile Nutzung der Atomenergie weiter auszubauen. Gut, das beantwortet nicht schon die wieder. Frage nicht. Ja, nicht schon Frage, wieder, bitte. Das ist so ein Entschuldigung. Das triggert mich wahnsinnig, weil das gleiche, wenn wir anhören dürfen, irgendwie bei meinem Vortrag auf dem Camp. Hast du den gesehen? Oder es gibt Aufzeichnungen, ne? Hast du dir die angeschaut? Nee, ich bin jetzt hier tatsächlich zufällig okay. In deinen Vortrag gestalkt. Dann würde ich dich bitten, dass du dir die Aufzeichnung von dem Camp-Vortrag Tote pro Terawattstunde ansiehst. Aber vielleicht könntest du zumindest noch mal kurz deine Meinung dazu sagen, was denn, also, okay. Weil mir hat tatsächlich so ein Statement dazu, was deine Position da ist, in deinem Vortrag gefehlt. Okay. Und das würde mich interessieren. Ja, es war nicht Thema von dem Vortrag, sondern Thema von Tote pro Terawattstunde. Darum ging es, also es ging um nichts anderes. Ja. Die Frage ist, worauf möchtest du optimieren? Du hast entweder billigen Strom oder CO2, also nicht ausschließlich oder, aber und oder, ja. Billigen Strom oder CO2-neutralen Strom oder möglichst wenig Abfall oder, na, oder da gibt es halt einfach so bestimmte Parameter, nach denen du optimieren kannst. Und Deutschland ist, okay, muss ich mal zusammenfassen, wie viel Zeit haben wir noch? Haben wir noch 3 Minuten? Ja. Okay, also, Deutschland ist ein Organismus, der bezieht seinen Strom großenteils aus Kohlekraftwerken. Dann haben wir noch ziemlich viele erneuerbare Energien, Gott sei Dank. Also eine davon ist also ziemlich viel Solar und Wind haben wir und Wasserkraft. Also Deutschland braucht, was war das, 51 Terawattstunden oder sowas in der Gegend pro Jahr. Ja? Also 51 Terawattstunden braucht dieser Organismus Deutschland. Davon sind 21 Wasserkraft, ja, und die kann man einfach nicht weiter ausbauen, weil es gibt einfach nicht mehr Gefälle und Wasser, wo man Speicherkraftwerke hinbauen kann. Also haben wir da nicht wirklich Spielraum, okay? Und wenn du dir überlegst, wenn du jetzt optimieren willst, nur auf CO2-Neutralität und Preis, ja, dann überlegst du dir, wie viel Cent pro Kilowattstunde kostet Wasserkraft, kostet Kohle, kosten Gaskraftwerke, na, you name it. Dann musst du halt irgendwie diese Information besorgen und dann überlegst du dir die Kosten und dann halt irgendwie, wie viel CO2-Ausstoß hat Solarenergie, Windenergie oder das Gaskraftwerk oder, na, also das exerzierst du durch für alle Energieformen. Und dann machst du eine ganz einfache lineare Optimierung, also einfach eine Optimierungsrechnung, so ganz wirklich nur auf Basis von Fakten. Wenn du hast deine Constraints quasi, du hast halt Kosten, CO2-Neutralität, CO2-Ausstoß, Entschuldigung, oder generell Stickoxide, ja, und dann überlegst du dir den Constraint, dass du nicht mehr als 21 Terawattstunde aus Wasserkraft machen kannst, weil Deutschland nicht mehr hergibt. Und dann kriegst du halt irgendwie eine Lösung, die halt irgendwie sagt, ey, wir wollen Atomkraft, ja. Aber also nach dem 21 Terawattstunden Wasserkraft, die möchte ich immer haben, weil das ist billig und es ist halbwegs also stickoxidneutral. Es ist nicht komplett neutral, weil diese Speicherkraftwerke Methan freisetzen, wenn man sie trockenlegt oder wenn halt quasi der Wasserspiegel fällt, ja. Aber im Endeffekt, wenn man sich wirklich nur auf Basis von Fakten anschaut und optimiert auf Preis, CO2-Neutralität, ja, und Tote pro Terawattstunde, ja, diese Größe, die kann ich jetzt nur einfach zitieren, aus dem Vortrag bitte anschauen, dann kommt es raus, 21 Terawattstunden Wasserkraft und der Rest bitte aus der Atomkraft. Billig, CO2-neutral, ob das jetzt gut gemacht wird, und das habe ich da auch betont, ja, es wird nicht gut gemacht. Okay? Aber da würde ich zumindest gerne noch anmerken wollen, dass das eine Kommentare bitte. Dankeschön. An der Stelle sollten wir vielleicht mal Mikrofon Nummer 2 nehmen. Also ich kann gerne noch dran, ich werde nachher irgendwo in der Gegend vom Späti sein, ihr könnt gerne noch mit mir sprechen nachher oder mich auf Twitter ansprechen, dann können wir uns irgendwo treffen und weiter diskutieren, das können wir gerne machen. Ja? Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich aus Uran 238 und einem Neutron wieder etwas Spaltbares bauen. Ja. Ist nicht eigentlich der in den Castoren überwiegend Uran 238 drin? Ich habe keine Ahnung, was in den Castoren drin ist. Okay. Ja. Achso, bin
Okay. Möglicherweise, also wenn es so ist, ist es so. Ich dachte mal, das wäre eines der großen Argumente, ist dieser Müll, dass der so eine hohe Halbwertszeit hat und wenn man daraus wieder was Spaltbares bauen könnte, dass man den quasi abbauen kann, oder ist das nicht irgendwie finanziell? Nein, okay. Also du hast, das Problem ist mit dem Uran-238 ist, wir bauen was Spaltbares draus. Das war deine erste Teil der Frage. Das stimmt, wir bauen uns Plutonium-239 draus. Aber das ist nichts, was spaltbar ist in einem konventionellen Druckwasserreaktor, Siedewasserreaktor oder sowas in der Gegend. Sondern das braucht diese Hochtemperaturreaktoren, also nicht diese Flüssigsalzreaktoren zum Beispiel, ja, diese schnellen Neutronen braucht das, die es in unseren Reaktoren nicht gibt. Also in den klassischen normalen Druckwasserreaktoren und Siedewasserreaktoren. Also Siedewasser haben wir relativ wenig hier. Aber die es am meisten gibt, können diesen Brennstoff nicht verarbeiten. Okay? Und deswegen wird es nicht gemacht. Und weil es Proliferationsprobleme gibt. Weil du hast dann wieder waffenfähiges Plutonium, das du nicht haben willst. Weil das musst du dann anders sichern als Uran-238 zum Beispiel. Anders lagern, das kostet mehr. Ja. Ich glaube, ich habe das Internet vernachlässigt. Ja, hast du. Verdammt. Erstmal eine ganz kurze Rückmeldung. Im Internet hat sich eine unglaublich lebhafte und konstruktive Diskussion ergeben aufgrund deines Talks. Vielen Dank dafür. Konstruktiv und, ist wirklich, das freut mich. Ja. Und eine Frage ist übergeblieben. Ja. Wie viel Prozent von so einem Bombenpaket landet dann letztendlich im Castor als Atommüll? Und ist das anders als bei nicht angereichertem Uran? Entschuldigung. Also im Castor landet nichts als Atombomben, ja. Das ist mal das eine. Also es gab auch Äpfel und Birnen, ja. Das eine ist, im Castor landen halt die Sachen, die halt die Kraftwerke nicht mehr haben wollen. Oder, soweit ich das verstanden habe, auch Sachen aus der Asse oder so, die halt dann nicht mehr reinkören oder die man umlagern will. Aber zu Castoren, wo sind die Wendland-Leute? Ich weiß nicht recht viel über Castoren, ganz ehrlich. Ich weiß nur, dass es Transportbehälter sind, die sicher sein sollen und mit denen wird Zeugs durch Deutschland gekarrt und dann kommen die Treckerfahrer aus dem Wendland und machen wie die Straßen zu, was ich gut finde, zu zivilen Ungehorsam und so. Aber ich weiß nicht mehr darüber jetzt technisch, also kann ich die Frage nicht wirklich gut beantworten. Ja, da müsste ich wissen, was drin ist. Die Frage war, ob mehr Atommüll entsteht, wenn man waffenfertiges Uran verarbeitet. Also mengemäßig war die Frage, oder wie? Menge und Gefährlichkeit. Definiere Gefährlichkeit. Also das ist so ein schwammiges Ding, was hat mehr Aktivität oder längere Halbwertszeit, ist es dann gefährlicher? Nee, es ist gefährlicher immer in der Form, in der es in der Waffe drin ist, ja. Weil das kann potenziell am meisten Menschen umbringen, würde ich sagen. Oder am meisten Menschen Schaden zufügen. Also das wäre meine Antwort. Ich glaube, wir haben noch eine letzte Frage. Mikrofon Nummer 2, bitte. Ja, ich habe so eine Verständnisfrage zum Talk. Mir ist noch nicht ganz klar, was gegen die triviale Lösung spricht, das Uran, das hoch angereichert ist, mit dem Abgereicherten zu mischen und man hat das, was man vorher hatte und spart sich die ganze Kernenergie und spart sich die ganze Abfallproblematik. Ja, das da haben wir ja. Am Ende ist es offene Frage übrig geblieben, wo wir denken, okay, gut, das ist doch die triviale Lösung. Der Punkt ist, dass das Ganze eine theoretische Überlegung ist, wenn du abbrechen möchtest. Ja? Also du musst ja abbrechen wollen auch. Das heißt, du brauchst das hochangereicherte Uran aus diesen Atomsprengköpfen oder aus anderen Bereichen, die halt einfach nicht abrüsten wollen eigentlich. Das heißt, theoretisch kannst du das machen, ja. Aber dir fehlt das Heu, das halt nicht abgerüstet werden möchte, sondern das weiter nämlich in Silos gepackt werden möchte, so ungefähr. Aber das bleibt doch so oder so da, also. Ja, aber das interessiert ja die Leute, die diese Waffensilos betreiben, nicht. Die freuen sich darüber, dass sie die haben, oder? Also wäre dann der Anreiz, es aus den Waffensilos rauszuholen, dass man damit Kernenergie betreiben kann? Also mir ist absolut unklar, warum man das machen soll. Politik ist, glaube ich, die Antwort. Jetzt ist mir trotzdem noch nicht. Also. Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir leider unseren Talk... Du kannst mich nachher gerne ansprechen darauf. Freundlich, aber bestimmt abbrechen. Aber wir haben noch eine gute Nachricht. Julia wird noch weiter für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Ich glaube, ich habe gehört, dass es im C3 Späti so eine Möglichkeit gibt, das ein oder andere Bier auszugeben. Also es ist so, dass es da schöne warme Böden gibt, geheizte Böden in der Nähe vom C3 Späti, wo es nicht ganz so laut ist, wo ich mich nachher, glaube ich, einfach entspannen werde ein bisschen. Und da könnt ihr mich gerne besuchen kommen und ja, Fragen stellen, die wir jetzt nicht mehr untergebracht haben. Okay. Fantastisches Angebot. In diesem Sinne einen warmen Applaus. Julia.